Ja, hi und willkommen, mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Cal Kestis und ich habe ein dickes Schwert. Puh. Das ist auch länger, ne? Oh ja, definitiv. Cal hat einen längeren jetzt. Okay, ja, in der letzten Folge haben wir den zerstörten Mond abgeschlossen und haben uns wieder hier auf nach Kobo gebracht, weil hier geht es ein bisschen in der Story weiter. Wir müssen Nachforschungen über Tenalore herausfinden. Nachforschungen anstellen, keine Ahnung. Über Tenalore finden, keine Ahnung. Wir müssen Informationen über Tenalore finden, so. Und sagen, ich möchte nicht gegen den Gockel da kämpfen, fliegen. Was? Duff. Ich meine, das sieht zwar voll cool aus, dass ich hier so ein Dropkick mache, aber ich glaube, das ist irgendwie voll dämlich, ne? So von der Wirksamkeit. Oh, guck mal. Ja, nur noch treffen, ne? Boah, Leute. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da stand, weil ich so fokussiert war, das Ding zu treffen. So, ja, in der letzten Folge waren wir wieder auf Kobo. Ja, geht's jetzt auch? Wir müssen mit dem Vogel hier fliegen wegen so einer Luftströmung. Aber so hätte ich vielleicht darüber kommen können. Ne? Was so eine Luftströmung habe ich gesehen. Ich bin da letztens einfach so brute force mäßig durchgegangen, aber hat geklappt. Also von daher klappe. So, hier ist jemand gelandet da oben in dieser Basis, ne, wo wir hingehen wollen, um zu gucken, ob wir ein paar Informationen finden, ne? Und ja, wir gucken mal, was hier so los ist noch, ne? Wer da gelandet ist und überhaupt, ne? Du bist gerade mit noch. Ich hab ihn. Das ist sehr gut gemacht. Und ja, Cal meinte, es könnte Dagen gewesen sein. Ich glaube, Dagen war doch der Typ hier, ne, aus dem Bagdad-Tank, ne, der Böse. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Ja, gucken wir mal. So. Da rechts ist so eine Strömung. Lass mal da hingehen. Ist da bestimmt noch irgendwas, ne? Pass auf. Okay. Ist das eine gute Idee? Da ist was. Ha. Und ja, weiß nicht. Wir haben gegen Kopfgeldjäger gekämpft. Wir haben Kopfgeldjäger jetzt freigeschaltet, so als eine Mechanik. Ich glaube, auf Kobo sind aber gerade keine. Ich habe gerade mal so die Karte so durchgesehen. Vielleicht habe ich auch keinen gesehen, keine Ahnung, weil Kobo ist ziemlich groß. Aber ich meine, ich hatte jetzt nicht einen gesehen. Und ja, ich gehe mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Und ja, ich dachte jetzt, da waren irgendwelche Viecher. Ich habe gerade irgendwas gehört. So, diese Dinger sind überall, ne? Aber ich kann mit denen nicht interagieren. Ich das Ding aus dem Weg räumen vielleicht. Ich finde jetzt diese Dinger überall, aber ich kann irgendwie damit nichts machen. Na gut. Was soll man machen, ne? In so einem Fall macht man einfach weiter. Immer weiter. Jetzt bin ich hier umsonst hingegangen. So, letztes Mal haben wir beim letzten Mal haben wir diesen Großschwertkampfstil freigeschaltet, oder? Da war schon ein paar davor. Ich verliere ein bisschen die Übersicht, weil ich hier gerade irgendwie
drei Parts hintereinander gerade aufnehme schon. Und da verliere ich so ein bisschen die Übersicht, weil ich schon alles gemacht habe in welchem Part, ne? Vermischt alles sich so in so ein so eine Dinge, jawohl, neuer Bart. Sein damit. Ich weiß schon, jeder, der einen Bart hat und stolz darauf ist, einen Bart zu haben, das klingt irgendwie komisch, aber wisst, was ich meine, ne? Ist da irgendwas? BD? Kann ich zoomen irgendwie? Boah, das bringt's jetzt nicht so. Ich weiß schon jetzt, dass jeder, der einen Bart hat, sich irgendwie bestimmt voll gefreut hat, dass du irgendwie Bartoptimisierung hast in diesem Spiel, ne? So, hier ist noch irgendwie was, aber ich sehe nicht wirklich. Kann ich alles? So kann man natürlich auch nachgucken, ne? Nö. Ja. Also nö, ist nichts. So, jetzt müssen wir ja wieder zurückfliegen. Ich guck gerade, ob ich noch irgendwo anders hinfliegen könnte, ne? Da vielleicht was ist irgendwo. Da oben will ich noch gerne hingehen. So, hoppala. Aber ich nehme an, wir müssen hier hin erstmal. Brechen wir auf. Wir müssen wieder ein Bällchen finden, was wir hier reinpacken können, ne? Haben wir irgendwie tausende von die ganze Zeit. Und ich glaube, wir kriegen auch eins. Ich wollte eigentlich nicht unterbrechen. Ich wollte eigentlich noch hören, was die zu sagen haben. Ich bin so langsam mit meiner Knarre auf die zugegangen. Das sah voll stylisch aus. Da konnte ich nicht mehr aufgehalten werden. Ich wusste es. Ha! Obwohl ich das hier noch abgewehrt habe, ne? Oh mein Gott. Warte mal. Ha. Okay, ist nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Ich wollte eigentlich auf den anderen werfen. Ha. Schnell, findet mich nicht, ne? Oh, mitten im Angriff. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Alter, trifft das irgendwie nicht? Der prallt irgendwie voll ab. Wieso habe ich jetzt mehr Schwierigkeiten gegen ein Viech als gegen zwei Viecher? Zack. Willkommen, Jedi. In jeder Welt, die die Republik erreicht, warten neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Okay. Irgendwie so eine Rückblende, die ich hier höre. Sind Macht-Dingens hier. Oh. Nein, warte. Kann ich dich bewegen? Stimmt, ne? Was? Da komme ich nicht ran. So, ey. Was ich alles finde.
So viele Sachen, mit denen ich nicht interagieren kann. Komme ich denn jetzt hier raus? Gute Frage, ne? Oder ist da hier so ein... Ach, da ist so ein Ding. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Machtding hier zum Finden. Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Passt. Ich mach hier hin. Okay. Kobo-Materie. Überwuchert. Kobo-Materie. Oh, oh. Ist das das, was ich denke, was es ist? Oh, oh, ein Upgrade für BD. Okay, probieren wir es aus. Kobo ist ja kleiner. Ah. Der kann halt sprühen. Sprühe Kobo hat hier auf Strahlen, um den Kobo-Resonator in Hindernis zu verbrennen. Die Karlsweg. Ah. Da öffnen sich schon wieder neue Möglichkeiten. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös, aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Blöd muss man eigentlich sein, nach dem Planeten, zu verstehen, können wir es benutzen und zu benennen, ey. Bin ich jetzt irgendwie nicht so, ne? Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Hm. Ist nicht da, was du von mir willst? Hm. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ah, mach ich doch. Ah. Verbinden. Netter Trick, Kumpel. Boah, dieses Spiel, ne? So, wie kriege ich das jetzt kaputt? Na, hat jede Person, die halt am Spielen ist, irgendwie alles so checkt, ne? Ich kann mir schon vorstellen, wie einige Leute irgendwie bei einigen von diesen Rätseln hier dahin gehen und sich denken so, ey, wie soll denn jemand darauf kommen, ne? Einige streamen und ich nehme an, viele Leute, die jetzt streamen, die denken sich genauso, oh mein Gott, das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass jeder normal Sterbliche hat schafft. So. Dann... Du warst ja nur für die Tür, ne? So. Was war ich hier? Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern. Und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Ah, kommt nicht da durch. Doch.
Oh Mann. Lass uns das See zeigen. So, cool. Dann weiß ich wenigstens, wie ich hier an einige von diesen Dingern jetzt rankomme, ne? Mich nur noch irgendwie die wir alle finden, ne? Oh. Ah, jetzt komme ich das Ding ran, was ich gerade gesehen habe. Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht. Sei nicht so eine Tratsch-Tante. Okay, Meister. Macht das denn noch mehr Macht? Ich pauke nicht so viel Macht. Ich habe so viel Macht. Okay, damit öffnen sich jetzt bestimmt einige Türen, ne? Und vielleicht sogar Fenster. Hallo. Gut, Bällchen. Verdammt. Bällchen? Brauch dich, Bällchen. Bitte sag mir, ich erreiche dich von ihr. Ich werde dich nicht von ihr erreichen, ne? Nein. Aber stimmt von da, ne? Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt den ganzen Weg wieder runter zu rennen. Mal schon sagen. Warte mal, da ist auch was. Ist das einfach nur so eine Zwischenlagerung irgendwie, damit ich irgendwie dran komme? Oder muss ich die an all diese Dinger da reinpacken, um irgendwie weit nicht weiterzukommen? Um irgendwie so eine geheime Tür zu öffnen, die mich zu einer ultimativen Waffe oder so bringt. So. Jetzt kann ich hier noch mehr Zerstörung anrichten irgendwo, ne? Jetzt nur wisst ihr wo. Irgendwo hier war gerade was. Aha. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Okay, so einfach nur, weil ich das Ding nicht mehr brauche, tue ich das jetzt mal da reinlagern, ne? Weil vielleicht bringt es das ja, ne? Vielleicht öffne ich dann irgendwas Cooles, wenn ich die alle in so eine Dinge reinpacke. Deswegen packe ich die jetzt alle mal da rein, ne? Wenn ich die finde. Dann gucke ich mal. Aber ich brauche das sowieso nicht mehr hier, ne? Ich brauche das nicht mehr. Da drüben ist noch eine Kammer. Ja, sehen wir nach. So, jetzt will ich aber noch ein bisschen hier so rumlaufen, ne? Weil jetzt sind ja einige Dinger, die ich gefunden hatte. Jetzt kann ich doch bestimmt hier irgendwie was machen, ne? Pass auf. Ach, guck mal, wie hoch. Oh, komme ich da ein? Kann man da hin? Guck mal her. Ich eigentlich gar nicht geplant, aber hey. Oh nein. Oh oh. Aber bitte lass es mal so eine Jump-and-Run-Einlage sein. Diese Kampfdinger schaffe ich nicht. Sind so schwierig. Oh nein. Besiege alle Gegner. Das sieht auf den ersten Blick nicht so schwierig aus, ne? Aber ich sehe doch schon, wohin das gleich hier wieder führt. Oh mein Gott. Voll Overkill. Oh mein Gott, warum? Das war natürlich wieder das Viech, was mich erledigt, ne? Oh, ich habe nicht ein gutes Set für diese Konstellation. Aber das sieht jetzt echt nicht. Wenn ich unendlich Zeit habe, dann wird das schon irgendwie. Pass auf. Ja, ich habe all meine Dinger wieder bekommen. Boah. Ich brauche den schnelleren Dings, ey. Ich habe meine Waffe gewechselt. Oh mein Gott. Regt euch doch mal ein ganz klein bisschen.
So, ich muss eigentlich nur die erledigen. So. Ich habe Sorge für dieser Angriff macht nichts an Schaden, ne? So, vorsichtig, wie mache ich das jetzt? Oh Gott, das ist so eine miese Kombi, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das hier handhaben soll. So. Oh mein Gott, ey, die kommen immer weiter auf gleichzeitig auf mich. Nichts an Schaden gemacht. Ha. Oh mein Gott, ey. Boah. Und es ist jetzt nicht so, als könnte ich jetzt meinen Kampfstil irgendwie wechseln, ne? Boah. Alter. Die machen das allen aber auch echt nervig, ey. Zwei von diesen Viechern, ey. Bis halt. So, bis halt. Bis halt. So, jetzt ihr beiden. Wollte ich gar nicht. Am nächsten Mal ich euch immer beide treffen. Mein Gott, ey. Ganz ruhig, ey. Da sind die doch gar nicht so schwer. Hier haben wir mal diesen einen Angriff hier, den man ausweichen kann. Au. Au. Willst du mir mal bitte? Nein, lass mich den. Stück, du. Wo hat er den Sprung gesehen? Oh, cool. Gar nicht getroffen. Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh. Diese blöden Machtrisse gehen mir langsam auf die Nerven, ey. Boah, ich hab den doch erledigt. Da war doch nur noch einer, Mann. Oh, ich merke so leicht zu den ersten. Zu dem Blaster. Die Angriffe sind viel zu langsam. Was ist das? Ah, cool, nicht getroffen. Boah, ich falle jetzt mal drauf rein, ey. Müssen die immer beide gleichzeitig diesen Angriff machen? Gibt's einfach nicht, Mann. Alter. Ich glaube, das hat nicht geklappt.
Ich muss ruhig bleiben. Ganz ruhig, da nicht, ganz ruhig. Das ist noch nicht mal so schwierig, ey. Das ist es. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, ne? So. Alter! Alter, müsst ihr immer beide angreifen? Ey, ich bin aus dem Weg gegangen. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Ey, das gibt's nicht. Kann doch nicht sein, dass die mich jedes Mal damit treffen. Ey, das ist lächerlich. Ey, die machen den Angriff jedes Mal. Was soll ich denn dagegen machen? Guck dann an, die machen das synchron. Da, was zum... Ich glaube, ich sollte den Angriff nicht mal machen. Super. Okay, kein Machtschub mehr. Und die kontern immer mit diesen einen Angriff dann. Ja, ich bin tot übrigens, ne? Ich will die auch aber auch nicht angreifen, ne? Was mich am meisten stört, ist, dass die noch nicht mal irgendwie so aussehen, als würden die irgendwie kämpfen gegen mich. Sieht aus wie so ein paar Betrunken, ey. Ganz ruhig. Oh mein Gott, ey. Ich war wieder ein von diesen blöden Dingern geschafft. Was mich am meisten stört, ist diese Viecher, die sehen noch nicht mal aus, als würden die gegen einen kämpfen. Die sehen aus, als würden die irgendwie voll durch die Gegend torkeln. So. Und ich bin irgendwie zufällig in der Nähe, während die abmachen. Okay, boah, wie froh ich das geschafft habe. Ich habe irgendwas gehört. Bei euch lege ich mich gar nicht mal an. Ne, ihr wart doch gerade nicht hier. Gerade wart ihr nicht hier. Ich möchte es nur mal an, ich möchte es nur mal anmerken, ne? So. So, war das hier der Ort, wo ich gedacht hätte? Was zum? Ich kann auch locker hier runter, oder? Ja, vorsatz könnte ich sogar runter. Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Was? Ich glaube nicht, nein.
Oh Gott, in den Teilt. Die sind einfach zu schnell. Das war mal ein Atrium. Stell dir all die Jedi vor, die hier durchkamen. Ja. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Du fällst zurück. Schon wieder Gefühl, ich bin ja auf sehr unkonventionelle Weise gelandet. Ich sollte gar nicht hier hin. Aber okay. Na, hier ist nichts. Na, hier ist nichts. Wo bin ich hier? Hinter mir? Wie? Irgendwo nicht. Ist dann irgendwo so ein Strahl. Na gut, schon raus, ja. Ich finde halt irgendwie komisch, wie irgendwie so eine normale Gegnerkonstellation, die du schon tausendmal bekämpft hast, manchmal irgendwie, je nachdem, was das für eine Konstellation ist oder wo du dich gerade befindest, ja, manchmal voll einfach oder unmöglich ist, ne? So, lass mich mal hier rein. Danke fürs Mitnehmen. Okay, kann ich jetzt irgendwie mit den anderen Sachen da interagieren, die ich letztens gefunden habe? Okay. Bevor wir ja weitergehen. Ich würde dann schon gerne erstmal hier so Nebensachen erstmal erledigen, ne? Weil er weiß, was ich finde, ne? Irgendwas, was mir ja das Leben erleichtert oder so, ne? Weiß man ja nicht. Lass mich mal hier so da reinschießen. Geht gar nicht. Da gibt es aber bestimmt auch noch was ich machen kann, ne? Ich glaube, da kann ich nicht runter. Jetzt kann ich da runter. Ich glaube, der eine Typ ist jetzt hier nicht respawned. Ich meine, war auch gerade was. Oh mein Gott. Ich bin mir gerade voll unterbrochen, du Kollege, du. Genau, meine ich. Okay. Oh mein Gott, ich tue doch. So, du hast mich jetzt hier voll unterbrochen, Kollege. Ich war ja gerade mitten. Ich war gerade mittendrin, hier was zu machen. Ja, manchmal geht das, manchmal nicht, irgendwie. So. Das sagt für den Strahl hier in der Mitte könnte ich auch benutzen, ne? Jetzt war noch so einer. Aber ich
denke aus der Box, ne? Ich bin nicht in der Box, ich bin aus der Box draußen. Ich bin gar nicht in der Box drin, ey. Ja, da gibt es bestimmt irgendwas, was ich hier noch machen kann, ne? Pass auf, mit diesem einen Strahl. Warte mal. Ne, ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Ich kann einfach auf der Karte gucken, ne? So, da ist immer noch irgendwas. Warum? Ich habe doch gerade kaputt gemacht. Ich habe es auch gerade kaputt gemacht. Egal, jedenfalls. Kümmern wir mal den Ball. Ich glaube nicht, dass ich den Damen überhaupt brauche, ne? Lass mich den mal hier reinpacken. Weil wer weiß, vielleicht bringt es das ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann wollte ich noch mal kurz hier hin. Weil da gab es, glaube ich, auch noch was, was ich machen konnte, ne? Ich tue euch mal skillvoll hier ignorieren, ne? So. Oh, im Kampf nicht verfügbar, willst du mich auf den Arm nehmen? Was jetzt? Oh mein Gott. Ja, irgendwas hätte mir gesagt hat. Noch ein weiterer frustrierender Kampf, den ich hier machen muss, ne? Oh mein Gott. Bin ich wahrscheinlich sogar verrecken, ne? Pass auf. Ich habe gerade gehalten. Ich möchte noch mal merken. Oh nein. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an. Ich greife zu langsam an. Die kommen da einfach durch. So. So, weiter im Text. Warte mal, wie komme ich jetzt dahin? So, ne? Ja, jetzt kann ich den Ball da unten benutzen, ne? Kandidaten von dieser Disk auslesen. Ihr müsst euch auch mal vorstellen, ich bin jetzt hier drei Parts schon am Aufnehmen, ne? Ich dann auch noch kaputt machen. Okay, ne? Ich bin schon drei Parts am Hochladen, ne? Am Aufnehmen und der ganze Frustration, die stapelt sich so die ganze Zeit über diese ganzen Parts. Oh, Sack. Wie soll ich denn das sonst da runterbringen? Ist irgendwo ein Loch? Ja, hier, aber da passt ja nicht rein, ne? Also diese ganze Frustration, die stapelt sich jetzt ja schon so über 3 Stunden irgendwie. Also, ja. Oh Gott, wenn der jetzt darunter gefallen wäre, ne? So, wäre das nicht gelohnt.
Nur mal ein bisschen mehr Gesundheit oder irgendwie so. Ich brauche keine Macht mehr. Ich habe schon viel zu viel Macht. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja. Yeah. Das sehe ich gerne. Okay, haben wir da ein paar Geheimnisse gelüftet. Jetzt kann man, glaube ich, weitergehen, ne? Hier sieht das irgendwie so aus, als müsste ich damit so ein Neko durchgehen, ne? So hießen die Viecher, glaube ich. Svenja! Die Svenja! So, da ist auch noch was. Ja, da war ich doch gerade, aber da war nichts. Machtriss, da steht abgeschlossen. So, wir müssen jetzt auch. Wie komme ich jetzt auch hoch? Ich so eine Luftströmung. Ich sammle mal die Dinger an. Ich weiß nicht. Weiß nicht mal genau, wo das nochmal war, wo ich jetzt hin muss. Vielleicht hier. Hier ist kein Vogel. Da ist ein Vogel. Aber du hast doch schon einen, Daniro. Du hast doch schon einen Vogel. Na, warte mal. Ich will da oben noch mal hin. Und da konnte ich, glaube ich, auch irgendwie mal den Weg frei machen. Ne? War ich hier schon? Das ist noch so ein blaues Ding. Das ist noch ein Echo. Oh nee. Was ist denn hier los? Nee, war ich noch gar nicht. So, die Person, die überlebt, wird schön abgeschossen. Ja, gut. Oh, coole Maske. Er ist schnell. Nicht heute. Hätte ich gerne. Die Galaxis wird unsere Geschichte erfahren. So unzivilisiert. Alter. Kerl ist voll irgendwie der Straßenkämpfer, habe ich so das Gefühl. Jetzt auf der Straße groß geworden. Prügelt sich irgendwie sowieso ein. So ein Typ in der Bar irgendwie. Selbst die so. Ich habe das Gefühl, hier muss ich Feuer benutzen, diese Dinger, aber weil da Wasser ist, kann ich da nichts machen, ne? Kann ich rein. Das ist was Schönes, was ich haben will. Sehr cool. Oh, wie viel mal wetten? Willkommen, Jedi. Feinde des Friedens bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanalore war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. Okay, aber warum mache ich das jetzt? Irgendwie so Sprachaufnahmen, die er gemacht hat für Leute, die Tempel betreten. Okay. So, wie kriege ich das Ding jetzt hier raus?
Hier kriege ich das Ding heraus, ohne. Oh, hey. Nein, hier. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Aber warte mal, kann ich die Tür damit blockieren? Ich glaube nicht. Obwohl. Ah, klappt sogar. Kommst du hier so durch? Nee. Guck mal her. So. So, BD pinkel mal hier durch die Gegend wieder. Trifft das von hier aus? Nee, ne? Nee, von hier trifft das nicht, oder? Muss ich mir gerade einen Tipp geben? Ich will keinen Tipp. Oh, ich hab's. Hab's beinahe geschafft. Hoak. Mehr Gesundheit bitte. Okay. Präzision, neuer Bonus erhalten. Klingt irgendwie nach Blaster. Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier. Ja, irgendwas sagt mir, das eine Ding kann ich aber nicht anzünden. Ne? Also, wie komme ich überhaupt dahin? Hm. Oder wie ich dahin komme. Ah, gehen wir wieder weiter. Okay. Ich dachte, hier wäre noch was. Aber nö. So, ja, die Ranken, die habe ich gesehen da draußen. Warte mal, kann ich die von der anderen Seite? Warte. Nee, ist nix. Okay. Wann auf der anderen Seite ranken? Ah ja, aber ich konnte da nicht ran, ne? Warum kannst du die da nicht hinpacken? Hast du auch Glas, oder? Okay. Oh. Kann ich das Ding irgendwie da rauspacken? Muss ich das Tor öffnen wahrscheinlich irgendwie, ne? Wie zünde ich das Ding an? Ich meine, ich könnte versuchen, jetzt hier so den ganzen Weg so rumzu, ne? Könnte ein bisschen dauern, glaube ich. Aber das Einzige, was mir jetzt hier so einfällt. Geh weiter, bitte. Alter. Ich weiß nicht, was ich von dieser Mechanik halten soll. Die ist ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen nervig so umzusetzen. Warte, ich kann da nicht rüber. Nein, ich kann da nicht rüber. Ja, jetzt kann ich darüber. Was zum? Warum trifft das nicht?
Nee, der da oben geht das, ne? Ach, weil da oben so ein Dings ist, ne? Da trifft er das. Ich kann nicht weiter nach oben drücken. Oh mein Gott. Da komme ich auch gar nicht rüber, ne? Warte mal, ich bin auch blöd, ne? Kann ich einfach beim Boden? Ja, boah. Das hat sich bei mir noch gar nicht so ins im Hirn so registriert, dass ich halt einfach am Boden packen kann, ne? Ja, wäre vielleicht mal eine Idee gewesen, ne? Aber jetzt macht mir wahrscheinlich das Wasser hier einen Strich durch die Rechnung, ne? Boah, wetten. Warum? Gibt's jetzt einfach nicht mal. Nicht so da rumgehen. Nee, geht gar nicht, ne? Nee. Boah. Zu viel Hirnpower, die von mir verlangt wird. Ich bin schon drei Parts hier drin. Ich kann mir so viel Hirnschmalz habe ich nicht mehr übrig. Muss von hier aus gemacht werden, ne? Und jetzt kein Wasser. Oder ich muss irgendwie halt Wasser abstellen. Keine Ahnung. Was ich auch versuchen könnte, ist irgendwie das Ding entnehmen, ne? Und so da rausschießen. Hat geklappt. Ich hoffe, da ist jetzt nicht daraus gefallen. Ja, ist rausgefallen. Oh Gott. Wo ist das? Wo ist das? Boah. Warte mal. Kann ich das nicht einfach so ziehen? Ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das so machen muss. Aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Kann ich das nicht einfach hier hinlegen? Bleibst du da? Du bleibst da, ne? Du blödes Stück, bleib gefälligst da liegen. Komm, oh. Ich glaube nicht, dass man das so machen soll, ne? Aber ah, mach eine. Boah. Dann muss ich das direkt da reinschießen so. Geht das? Hey, warte mal. Kann ich damit irgendwas noch machen? Oh, ey, warte mal. Ah. Oh mein Gott. Wir spielen, ne? Ein Stück. Oh mein Gott. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Kann ich diesen Dingens für irgendwas noch gebrauchen? Kann ich das hier rausziehen? Ding wird doch bestimmt für hier draußen auch noch irgendwas Gebrauch haben, ne?
Pass auf. Nee. Ich glaube nicht. Da muss ich dann wieder für hier was machen? Mal Hinweis fragen. Mir auf den Arm nehmen. Ja, ich muss hier was abschießen damit. Da musst du mir nicht sagen, BD. Bin mir ziemlich sicher, ich habe den schwierigsten Teil schon abgeschlossen. Das war's. Jetzt können wir nach oben. Oh, das sieht aus, als wäre da ein Meditationspunkt. So, gut, ja, einer im Weg, an den ich zurückgelegt habe. So. Dann führe mich zum Schotter. Da oben ist, glaube ich, ein Meditationspunkt. Aber da ist auch noch was, glaube ich. Guck mal hier. Oh, guck mal. Nein. Wie tue ich den verfehlen? Boah, diese Viecher sind so nervig, ne? Wenn ich einen von denen schon wieder verpasst hätte, ne? So, hey. Pass auf, wo du hinsiehst, mein Junge. Der furchterregende Rayfish kann seinen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben. Cool, kann ich auch. Rayfish hat schon weniger freundlich. Rayfish. Ich kannte mal eine Adlige, die hat einen als Haustier gehalten. Ray. Na dann mal auf da rein, ne? Warte, ich habe ihn. Blendender Rayfish. Zählen wir auch als Sammelobjekte? Ja, ne? Würde ich jetzt beraten. Jetzt haben wir erst 51%. Verlor beim Blick in den Tank das Augenlicht. Von Gier geblendet, was? Wahrlich blendende Warnung. Ich verstehe. Jetzt reicht's. So habe ich irgendwie das Gefühl, reagieren Leute irgendwie auf Clive, wenn immer der irgendwie was am Sagen ist. Das ist auch schon wieder so ein Bällchen, das man da reinpacken kann. War ich da schon? Da war ich schon, ne? Warte mal, da wollte ich doch mal kurz hin. Komme ich da hin? Nein, natürlich nicht. Brauchen Stimmkumpel. Kann ich da so einen Abstecher hier machen? Weil da sind auch, da ist so eine Abkürzung, glaube ich, die ich erledigen kann, ne? Mach mal auch noch ganz schnell. Er war doch gerade was, oder? Weil da sind wir ja letztens hingegangen und da konnten wir nicht weiter, ne? Ich tu mal die Abkürzung da aufmachen, sonst vergesse ich das. Ja, komm mal hier. Das war hier, ne? Mal hier. Jetzt haben wir da einen Neko. Der ist doch bestimmt auch für irgendwas. Was ist denn hier nochmal genau? Warum ist er ein Neko? Weiß nicht. Egal. So. Das ist auch Gefühl, müssen wir gleich am Ende, also gleich, beim nächsten Mal, wenn wir irgendwo da drin gewesen sind, wir müssen mal wieder raus oder so, keine Ahnung.
Aber ich habe mal versucht, einen Deko zu rufen, klappt nicht. Dann komme ich jetzt zurück. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch, ne? Lass mich mal kurz da hoch. Komme ich da überhaupt hoch? Sieht nicht so aus, als könnte ich da hoch. Ich komme da hoch. Brechen wir auf. Cool, okay. Wir sind am Hauptamhaupthof. Ich würde sagen, hier machen wir dann Feierabend, ne? So, was ist das Ding, was ich bekommen habe? Präzision war das, ne? Nein, nicht das. Oh nee, mein Gott. Der Paradezeitraum ist kürzer, aber Kell verursacht mit einer erfolgreichen Panne mehr Ausdauerschaden beim Gegner. Ja, als ob ich noch. Die ist doch schon voll niedrig, weil ich halt. Weil ich auf Großmeister jetzt spiele. Ich glaube nicht, dass ich noch niedrigere Dings haben möchte. Nichts mit Fertigkeiten aus. Ich rücke ja mal die gleichen Sachen, wo ja eigentlich nichts mehr ist, ne? Blockanzeige fühlt sich schneller. Was nehmen wir denn hier mal? Tun wir uns hier auf irgendwas hier fokussieren, ne? Ich will diese eine Fähigkeit haben, ne? Damit das hier schneller ist. Also lernen wir das hier. Düff. Beim nächsten Mal können wir das hier lernen. Dann ist der Angriff ein bisschen schneller, aber ich finde den ultra langsam, ne? Der ist ja voll stark, wenn man damit trifft, ne? Ja, muss ich erst mal schaffen, ne? Na gut. Ersten Punkt da reingepackt. Gut, wann müssen wir jetzt dann weiter, ne? Guck mal, was hier drin ist, wer da gelandet ist. Da wartet doch voll der Bosskampf auf mich. Ich sehe das doch jetzt schon. Also ja, das wird bestimmt lustig, ne? Gut, aber in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr einen Teil lasst, doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.